Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne meine Gourmet-Box für den März und April 2013 zeigen. Ja, ich hatte euch ja schon meine Januar-Februar-Box vorgestellt gehabt und finde die Box wirklich sehr, sehr toll. Deswegen habe ich mich auf diese auch besonders wieder gefreut. Und ja, ich habe euch ja letztes Mal schon ein bisschen was darüber erzählt. Für diejenigen, die das Video nicht geschaut hatten, kann ich euch nochmal kurz informieren. Die Gourmet-Box ist eine Box, die ihr euch bestellen könnt. Die kommt im 2-Monats-Takt zu euch. Also das ist so eine Abo-Box. Wie die ganzen Beauty-Boxen, die wir schon kennen, aber diese Box ist, wie der Name schon sagt, eine Box mit Essen, die aber mit Feinschmeckerprodukten, also mit Gourmetprodukten gefüllt ist. Und ja, ich finde die super, super klasse. Ich fand die im letzten Monat auch schon so, so toll. Und ja, ich möchte euch jetzt gerne die Produkte zeigen, die ich drin hatte. Also ich habe die Box jetzt schon ein bisschen länger hier liegen und muss mir das wirklich immer verkneifen, da was rauszufuttern. Also ich finde die wirklich sehr, sehr schön den Monat wieder mit tollen, interessanten Produkten gefüllt. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit der Zeitschrift. Die war in dem Monat wieder dieselbe wie im letzten, wie in der letzten Box. Und zwar ist es hier die Falstaff bzw. Falstaff. Also ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Das ist jetzt die 02 2013 Edition. Also in der letzten Box war die 01 2013 Edition mit drin. Und ja, ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Magazin. Das hat einen Preis von 7,50 Euro für Deutschland. Das finde ich wirklich schon sehr, sehr teuer. Es sind aber wirklich schöne, interessante Themen mit dabei. Das macht Spaß, sie zu lesen. Also das ist wirklich so eine Feinschmecker-Zeitung. Da habt ihr viele interessante Themen dabei, wie zum Beispiel über viele verschiedene Weine. Dann ist jetzt dieses Mal noch Thema kulinarische Rundreise im Saarland. Und da sind wirklich sehr, sehr viele schöne Bilder mit drin. Die Zeitung ist wirklich ganz toll gestaltet, finde ich. Also sie hat meinen Eltern auch sehr, sehr gut gefallen. Die haben sich die auch durchgelesen und waren begeistert. Und ja, da ist halt über Wein was drin, über Essen, über Reisen, alles Mögliche. Sehr, sehr hübsch. Und ja, finde ich ganz, ganz toll, dass sie wieder dabei war. Und ja, dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt gleich mal mit den Produkten. Also das ist ja auch somit das Wichtigste eigentlich an der ganzen Box. Ich habe auch die ganzen Preise da, ich kann sie euch wieder nennen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Anfangen möchte ich gleich mit den ersten zwei Produkten. Und zwar war das hier so ein Kaffee in der Dose und zwar von der Marke Illy. Einmal hatte ich hier drin einen Latte Macchiato und einmal einen Cappuccino. Den Latte Macchiato habe ich schon getrunken. Ihr wisst das ja, ich liebe Kaffee. Ich hatte ja letztes Mal auch so Kaffee mit Haselnuss mit drin gehabt und den fand ich so, so toll. Also ich habe schon ein paar Tassen davon getrunken und ich liebe einfach Kaffee. Und auch den Monat war wieder Kaffee dabei, was ich toll finde. Der hier war sehr, sehr lecker, war meiner Meinung nach etwas zu süß. Also der hätte von mir aus ein bisschen stärker sein können, aber der war wirklich sehr, sehr lecker und für unterwegs finde ich das ganz toll. Und den Cappuccino, den werde ich auf jeden Fall auch nach dem Video gleich trinken. Also ich liebe Kaffee, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und da sind jeweils 250 Milliliter mit drin und so eine Dose kostet 1,99 Euro. Ja, dann hatte ich Pralinen mit drin, also wieder Schokolade, auch super für mich. Ich mag ja sehr, sehr gern Schokolade und eigentlich alles zum Naschen. Ich bin total die kleine Naschkatze. Und ja, das waren jetzt 5 Pralinen hier drin. Eine habe ich auch schon genascht. Ich möchte euch ja immer ein bisschen was dazu sagen und die fand ich sehr, sehr lecker. Wie gesagt, 5 Stück sind da drin, die kosten 5 Euro. Das heißt, 1 Euro pro Praline ist wirklich schon sehr teuer. Aber sie schmecken auch ganz gut und sehr, sehr hochwertig, muss ich sagen. Da sind auch ganz tolle Sorten mit dabei. Ich lese euch das mal kurz vor. Einmal Tonkabohne mit auf Pralinen Knusperboden, einmal Orange Rosmarin, Limette Basilikum, Marmor-Nougat und Kesses Veilchen. Und ja, ich habe jetzt die Marmor-Nougat-Praline schon gegessen. Fand ich wirklich sehr toll. Die schmilzt ganz toll auf der Zunge und man merkt auf jeden Fall, dass es eine tolle Qualität hat. Und ja, würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Also die gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, dann kommen wir auch schon zu dem nächsten Produkt, was ich richtig toll fand. Ich liebe es ja, meine ganzen, ja alles, was ich esse, einfach nochmal zu salzen. Also ich bin total der Salzmensch. Ich liebe meinen Salat gesalzen. Wenn ich Fleisch esse, muss es immer schön gesalzen sein. Und ja, deswegen habe ich mich darüber riesig gefreut. Und zwar ist es hier so ein Salzspray von der Marke King of Salt. Das habe ich noch niemals gesehen in meinem Leben. Also ich kenne ja nur das normale Salz, wie jeder, denke ich, zum Aufgeben auf das Essen einfach. Aber das ist jetzt hier so ein Salzspray. Das finde ich natürlich super praktisch, wenn man Salat macht zum Beispiel. Da kann man das sehr schön untermischen, einfach wie so eine Salatdressing zum Beispiel. Und ja, darüber habe ich mich riesig gefreut. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber das wird jetzt auf jeden Fall bald zum Einsatz kommen. Wie gesagt, einfach einfach für Salat ist es bestimmt sehr, sehr toll. Hier steht auch noch hinten mit drauf, verwenden Sie es beim Braten von Fleisch, Geflügel und Fisch auf Salaten und Gemüse. Also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Da habt ihr das einfach schön verteilt im ganzen Salat. Und ja, ein sehr, sehr schönes Produkt, was ich so, wie gesagt, noch niemals gesehen habe, beziehungsweise ich wusste gar nicht mal, dass es sowas gibt.
Und ja, das ist auch eine Originalgröße mit 100 Millilitern und kostet 4,95. Ja, dann möchte ich weitermachen mit dem nächsten Produkt, das ich wirklich sehr interessant fand. Und zwar ist das hier Kochpergament von der Marke Saga. Ja, Kochpergament habe ich noch nie gesehen. Ihr kennt ja sicherlich alle Backpapier, das ist ganz normal und ganz üblich. Aber das Kochpergament könnt ihr auch zum Kochen verwenden, wie der Name schon sagt. Da sind ein paar Anwendungsbeispiele mit dabei. Ihr könnt das zum Beispiel auch zum Formen auslegen benutzen, anstatt halt einfach die Form anzufetten mit Butter. Ihr könnt das zum Aromakochen verwenden, zum Backen einfach wie Backpapier, zum Gratinieren und zum Lagenweise. Und ja, finde ich ganz, ganz toll. Habe ich so noch nie gesehen. Ihr habt auch ein Anwendungsbeispiel mit drin. Ich habe euch da ja im letzten Video schon ein bisschen was zu erzählt. Ihr habt ja immer so kleine Kärtchen zu jedem Produkt dabei, damit ihr wisst, wie ihr das anwenden könnt oder einfach ein paar Informationen zum Produkt noch erhaltet. Und ja, da ist jetzt ein Rezept mit dabei gewesen für das Kochpergament. Und zwar gespickte und in Thymiansud gedämpfte Hähnchenbrust auf Zucchini. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Ich habe mir das Rezept schon durchgelesen. Da ist das alles gut beschrieben, wie viel ihr von diesem Kochpergament benötigt und wie ihr das alles macht. Und durch das Kochpergament bleibt das Fleisch wirklich sehr schön zart. Ihr kennt das ja sicherlich. Es gibt auch diese Braten, die man im Beutel macht, wo das Fleisch wirklich schön butterweich ist und wirklich sehr, sehr gut dann schmeckt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, das auszuprobieren, vor allem dann auch fürs Kochen. Und ja, war ein tolles Produkt in der Box. Da sind 12 Meter außerdem drin und das kostet 3,49 €. In der Box ist dann dieses hier gewesen, und zwar ist das ein alkoholisches Getränk, sowas wie ein Cocktail, würde ich mal sagen. Und zwar ist es der Chilia Bio Cocktail. Da sind drin 0,2 Liter und der kostet 3,75 €. Der ist mit Limettensaft und Rohrzucker, und ja, auf den bin ich schon sehr gespannt, noch nicht probiert. Ich hoffe mal, der schmeckt nicht so stark nach Alkohol, also ich mag das überhaupt nicht. Deswegen mag ich auch keinen Sekt und keinen Wein und so. Also ich mag wirklich nur Cocktails, wo man das gar nicht rausschmeckt, wie zum Beispiel Swimmingpool. Also wirklich so ein Mädels-Cocktail, wo man gar nichts rausschmeckt. Und ja, ich werde ihn auf jeden Fall probieren. Wenn er mir nicht schmeckt, werde ich ihn weitergeben, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Produkt aus der Box, und das ist wieder mal ein Wein. Wie könnte es auch anders sein in der Gourmetbox? Ist natürlich ganz toll, wenn man Wein gerne trinkt, wenn man gerne neue Sachen ausprobiert. Und ja, ich bin nicht so der Weintrinker, habe ich euch ja schon mal erzählt, mir schmeckt das nicht. Wie gesagt, ich mag nur Sachen, wo ich den Alkohol überhaupt nicht rausschmecke, und Wein und Sekt und so ist da eigentlich gar nichts für mich. Und ja, das ist jetzt ein Wein aus Australien, der ist auch relativ hochwertig wieder, kostet 10,90 € für 0,75 Liter. Ich habe den auch schon meinem Papa gezeigt und er meinte, das wäre wirklich ein schöner Wein. Er hat sich auch sehr über den Medusa-Wein gefreut, den ich in der letzten Box drin hatte. Das war ja dieser aus Österreich, den hat er auch schon probiert und er findet den wirklich gut. Und ja, ich werde den Wein hier einfach wieder weitergeben. Ist wie gesagt einer aus Australien. Und ja, das ist außerdem der Black Stump. Ich hoffe jetzt mal, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Ihr könnt das ja da sehen, wie er so dunkel und würzig sein. Ist wieder mal ein Rotwein. Und ja, wie gesagt, 10,90 € kostet der. So, das war jetzt der komplette Inhalt meiner Gourmetbox. Ich fand sie den Monat wieder sehr, sehr schön, muss ich sagen. Außer den Wein jetzt, den ich natürlich nicht trinken werde, kann ich eigentlich mit allen Sachen was anfangen. Den Cocktail werde ich auf jeden Fall auch mal probieren. Vielleicht ist es ja mein Geschmack. Und ja, ich habe natürlich wieder den Gesamtwert zusammengerechnet. Das sind jetzt diesen Monat 39,60 € gewesen. Ihr bezahlt ja um die 25 € dafür, deswegen ist es eigentlich wieder ganz okay, also ihr habt auf jeden Fall mehr wieder rausbekommen. Und ja, es sind wieder super interessante Sachen dabei. Wenn man wirklich ein Feinschmecker ist und gerne ein bisschen neue Sachen ausprobiert, kann ich die Box wirklich nur weiterempfehlen, vielleicht auch als Geschenk für die Eltern oder so, zum Geburtstag vielleicht mal eine Box oder ein Abo schenken oder für die Großeltern, wie auch immer. Und ja, mir gefällt sie wie gesagt sehr, sehr gut. Ihr könnt sie auch aktuell noch erhalten, wenn sie euch auch so gut gefallen hat. Ich verlinke euch das gerne in der Infobox. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!